Das muss jetzt auch noch in den Koffer. Ja. Wo bin ich denn hier? Das ist doch gar nicht Holland. Was ist denn hier los? Moment, irgendwas stimmt hier nicht, nein. Das fährt da. Das Fenster, ja, gucken. Ui, die kenn ich doch irgendwo her. Guck mal. Das ist Nebel, ja. Nicht Nebel. Ja, weiß man gar nicht, wo ich. Ist ja wie im Horrorfilm hier. Ja. Bist du wach und ist alles mit Nebel und kannst du gar nicht sehen, wo du bist, ne? Das ist ein Hotelzimmer, ja. Keine Ahnung. Ach, da liegen ja Broschüren, genau. Morgens wach und dann weiß man gar nicht, wo man ist. Nein. So, ist aber. Da weiß ich noch nicht, ob es schön ist. Müssen wir gleich mal erstmal gucken, ja. Geh ich mal raus und schau mal ein bisschen hier. So, ja, ist tatsächlich das Ringbeck Hotel, ja. Kann man sehen, ja. So, jetzt gehen wir mal auf den Parkplatz. Ja, gucken, ob da was los ist. Nee. Nix los, nein. Ist noch zu früh, ja, es ist Donnerstag. Wir gucken mal, was sonst noch hier ist, ja. Ja, hier sind auch viele Pflanzen, ne? Ja, man ist ja praktisch in der Natur, ja. Es ist ja Urlaub. Ist ja einfach nur ein Urlaub. Urlaub im Grünen, ja. Eine schöne Landschaft, ja, mal ein bisschen ausschalten, ja, ein bisschen abspannen vom Alltag, ja. Ich glaube, da hinten ist ein Helikopter. Ja, der prüft irgendwie die Hochspannungsleitungen. Passt jetzt nicht irgendwie so ins Bild, aber egal. Ja, man kann hier Sauna machen und ein Schwimmbad haben die hier. Dann haben die hier noch Minigolf. Nee, Quatsch, Minigolf, weiß ich jetzt gar nicht. Oh, Minigolf muss ich noch fragen, habe ich ganz vergessen zu fragen, ja. Billard haben die aber, ja, Billard. Bergwerksmuseum und Planetarium, das gucken wir uns nachher an, ja, das Planetarium. Dann, was gibt's denn noch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal selber recherchieren, ne, was hier alles so gibt. Ja, aber erstmal ausschalten, ja, abspannen, ausschalten, ein bisschen ausschlafen und relaxen, ja. Es wird kein spannender Film, nein, ganz ruhiger Film, ja. Wenn man da oben Zimmer hat, ja, dann kann man weit schauen. Guck mal hier, wie weit man schauen kann, ne? Ja, schöner Blick, ja. So. Hier sind hier noch so kleine Buden, ja. Da kann man sich hier so reinsetzen. Wenn es regnet, wird man auch nicht nass, nein. Ja. Dann kann man hier im Garten schön relax gucken und sich die Gegend anschauen, ja. Es ist hier schön hier, ja. Natur pur, ja. Wir sind ja hier im Aufzug. Ja, im Aufzug. Ja, gucken wir mal, wo ihr uns hinbringt. Ich glaube, auf die 6. Etage. Ja. Zum Zimmer, ja, wieder zurück zum Zimmer, ja. Wir sind ja wieder oben. Ja. Wir haben hier einen schönen Blick. Ach, die Fenster. Ja. Aber auf dem Zimmer zu hocken, ey, das ist zu doof, nein, das Wetter ist ja auch schön hier, guck mal, da, ja, das kann man sehen, ja. Wir gehen jetzt nochmal in die Stadt, ja, und dann gucken wir uns mal die Stadt an, ja, dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Jetzt sind wir in einem Parkhaus, ja, und jetzt versuchen wir mal hier rauszukommen, weil reinparken geht ja mal einfach, aber rauszugehen nicht mehr. Ach, hui, ah, Moment, hier ist ein Notausgang. Moment mal. Ah, hui, Die Stufen hoch. Aufregend. Die Katze ist auch dabei. Ja, die ist ja gleich dabei. Komm, ja.
nicht, ja. So, ja. Mann. Oh. Gehen wir mal hier über die Straße. Hui. Ja. Müssen wir gucken, ob wir rechts oder links gehen. Wo sind wir jetzt? In die große Eisbude. Hm? Ja, das ist eine große Veranstaltung, ja? Ja. Ja, ja, die Leute, die winken. Da hinten ist das Waffenmuseum. Da. Ah, ein Waffenmuseum. Ui, ja, ja, ich wird geschossen. Ja. Hier ist noch ein schöner Brunnen. Da. Ja, können wir mal. Ja, können wir da rumgehen. Ja. Gehen wir mal hier rum, ja. Hm. Nein, man kann nichts sehen. Nein, man sieht nur Zelte und so, ja. Hm? Ja. Hm? Ja. Aber. Ha. Und wir gehen jetzt hier in die Fußgängerzone, die Stufen hoch. Hm. Ja. Karneval, ja. Gestern, ja. Seit gestern ist Karneval, ja. Ja, ja. Der Kollege hier, der hält sehr lange aus und tut. Ach, ich schwitze immer sehr schnell. Ach, ja. Ja, du musst ja mitkommen, ne, der Andreas. Muss ja mal mitkommen, ja. Dürfen wir nicht zurücklassen, nein, das will ich nicht, ja. Pass auf uns auf, ja. Hm. So. Diese Stufen. Ach. So. Und hier oben ist auch eine Kirche, da. Ja. So. Und ein Brunnen ist da auch, da gehen wir jetzt auch mal schauen, ja. Achso. So, der Tütelstecker ist auch dabei, ja. So, jetzt haben wir hier den Eingang, ja, von der Kirche, hm, könnt ihr sehen, ja. So, ja. Ja, ja, ist eine schöne Kirche, könnt ihr mal herkommen, ne, und sich angucken, ja, ist ein Duel, ja. Hier ist noch ein schöner Brunnen. Ja, ja. Da sind irgendwelche Hühnchen sind da drauf. Ja, so kleine Hühnchen. Ja. Oder Tauben. Ich kann auch Tauben sein. Ja, weiß ich nicht. Ich kann nicht so gut sehen. Nein. Ja, ich brauche mal am besten eine Brille. Ja. Katzenbrille, ja. Jetzt haben wir hier den Fritz. Ne? Ist ja ganz klar. Ne? Den Fritz Tät, ne? Kennt ja jeder. Ne? Oder? Ne? Ja, ich kenne den auch nicht mehr. Aber so sieht er aus, ja. Hast du ihn mal gesehen? Keine Ahnung, ich kenne ihn. Ist ein Mediziner, ja, Mediziner, da unten steht Mediziner. Ja. Ja, 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 ja. So, gehen wir mal weiter. Ja, guck mal. Hm? Ja. Ha! Nee, nee, nur kurze Szene gemacht, ja. Hm? Ja. Ziemlich berühmter Mediziner zu sein. Ja? Ah! Ui, ja, ja, na, das ist immer so peinlich, wenn man nicht weiß, was es ist, ne? Oder wer das ist, ne? Ja, muss man sich voll schlau machen, ja. Hui! Ja, Auto, ja, von der Bäckerei, ja, die sind überrascht und zu sehen, ne, komisch, ne? Ja, 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 Musik auf dem Klavier, ja. Hm? Katze, ja. Tanzkatze. Ja, wir müssen aber weiter. Entschuldigung, nein, wir haben zu wenig Zeit. Nee, nicht entschuldigen. Irgendwer musste mal filmen hier. Tanz. Ah. Ihr habt so tolle Kostüme an. Ja, ja, kommt sowieso nach YouTube. Alles klar. Hm? Darf man sowas sagen? Ich weiß gar nicht. Ja, gut, ja. Klasse. Bist du eine Frau oder Mann? Bist du Deutsch? Katze. Ja, Katze. Ja, ja, Deutsch. Ja, ja. Hm, Deutsch. Deutsch. Ja. Verstehst du mich, ja. Das, was ich gerade rede? Und, wir haben heute September, Juli. Verstehst du mich? Ja, 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 ja. Ich kann doch nicht so gut tanzen, nein, nur ein bisschen, ja. Kann nicht so gut tanzen, nein, kein Tanzunterricht gehabt, ne? Nein. Ja.
So, ach so, ja, da ist ja noch ein Brunnen. Warte mal kurz. Ja, da ist noch ein Brunnen, ja. Und dann, ha, aufregend alles. Ja, hier ist noch so ein Brunnen. Mit so Wildschweinen, ja. Und einem Jäger mit Pfeil und Bogen, ja. Und die hat die armen Wildschweine angeschossen, ne? Ja, weiß gar nicht, was die gemacht haben, ne? Wo ist er denn? Ach da! Hm, ja, ja, wir haben ja noch einen Spotter dabei, ja. Müssen wir mal gucken, wo der ist, ja. Ja, ja, ja. Haben wir hier noch einen Baum, ne? Es gibt ja viele Bäume, aber der steht hier mitten im, in der Stadt, ja, in der Stadt. Das ist was Besonderes. Mitten in der Stadt steht ein Baum, ja. Ja, den weiß ich auch nicht, was das heißt. Jetzt sind wir im Marktplatz, ja, in der Nähe vom Rathaus. So, ja, kann man, der Rest vom Marktplatz, ja, hier ist er schon ein bisschen abgeräumt, ja. Guck mal. So abrupt erschienen, ja, das erschreckt manchmal ein bisschen. Ja, ja, ist ganz nett, ja. So, hier ist noch der Rest vom Markt. Da, kann man sehen, ja. So. Ja. Ja, ja, die Buden sind schon abgebaut, ja. Hm. Aber hier gibt es noch leckere Sachen, ja. So Fisch, Backfisch und Würstchen und Käse und alles, ja. Und schöne Blumen und Gemüse. Ja, wie auf dem Markt halt, ne. So, hier ist noch ein Gebäude. So, dann können wir mal schwenken. So. Können wir mal einen Schnappschuss machen, ja, einen Schnappschuss. Oh, da sind auch noch Blumen, ja, alles immer schön dekoriert hier für den Sommer, ja, der Tourismus hier, ja, und Kurort, ja, sehr schön, ja, und mit Sauna und so kann man schön entspannen, ja. Jetzt gehen wir wieder zum Auto zurück, ja, und hier sind noch so drei Kinder am Roller, ich weiß gar nicht, was das für ein Kunstwerk sein soll, nein, einfach nur drei Kinder am Roller, ja, könnt ihr mal nachrecherchieren, vielleicht findet ihr es raus, ja. Hier in Suhl, ja, drei Kinder auf dem Roller, ja. So, und da haben wir da hinten die Bühne, ja. Kann man sehen, ja. Und hier oben sieht man das, dass die Bühne ist. Ist ja über dem Zaun, ja, weil wir hier die Treppen so hoch sind, ja. Das kann ich sehen. So, und wir gehen jetzt erstmal selber lecker Eis essen, ja. Hm? Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zum Parkhaus zurück, ja. Jetzt sind wir hier wieder am Brunnen, ja. Und da sind die Wasserfontänen, ja. Jetzt gehen wir wieder zum Auto. Jetzt sind wir wieder im Hotel, ja. Es ist mittlerweile schon dunkel, hm, ja. Wir gehen jetzt zum Parkplatz und das ist eine kleine Feier, ja. Da gucken wir mal, was da los ist, ja. Mal gucken, was da los ist. Hui, ja. Ja, läuft schon, ja. Läuft schon. So, läuft schon. Hier sind ein paar Feuerwehrleute noch dabei gekommen. Okay, ja, da reicht schon. So, nur so als Info. So, das ist der Caro, ja. Der Mix hier. Die besten Drinks zusammen, ja. Da will ich mal ganz schön Knülle von, ja. Mh, sehr lecker. Miam, miam. Ja. Party ist im vollen Gange, nur man sieht nichts, es ist so dunkel hier auf dem Parkplatz, ja. Ja, 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 hier ist die Bar, jetzt kann man hier so Getränke bekommen, total lecker gemixt und alles, ja. Hm, ja. Hm, hier ist die Musikanlage, ja, da oben die Effekte, hui, kann man gar nicht sehen, ne, im Baum, ne. Ah, strahlt zu sehr im Baum, ja, ne, geht nicht, nein. Hier sind noch die Lichteffekte, ja. Für die Party, ja, ein bisschen Stimmung machen, ja. Ist schon okay. Kein Blitz, ey, was ist das denn? Der funktioniert irgendwie. Jetzt sieht man mich, jawohl, endlich. Da liegen wir drauf, wir haben jetzt Schiffsbreaker, ist auch da. Hm, ja. Der Bergwolf und Artie Wolf ist auch dabei, ja. Hm, ja. Du musst ja umdrehen, ne? Damit du in die Kamera guckst. Ja. Genau. Alles klar, ja. Wir haben mit dem Kind, Baby und deine Vorderfahrung gefahren. Jetzt schön hier, ja. Schöner Urlaub. Ja. Okay, ja, dann kannst du anhalten. Zimmer, ja. Hui.
Ach, der weiß gar nicht, wohin er will, der Aufzug. Ne? Mal oben, mal runter. Ah, jetzt sind wir oben, ja. Ach, ja, jetzt haben wir die Party vorbei. Ja, ich will noch was schlafen gehen. Wir müssen ja morgen das Frühstück abziehen, ja. Dann bin ich da zu müde und kann das Frühstück nicht mehr schaffen, nein. Deswegen erstmal gute Nacht, ja. Wie kann das denn passieren? Weiß nicht, nein. Ja, das ist mein Zimmer. Nein, aber nicht beabsichtigt. Ich weiß gar nicht, was das passiert. Passiert ist, nein. Aber kann ja auch heißen, 6 Stunden Schlaf, 2 Stunden duschen und ja, einmal frühstücken. Mehr gibt's hier nicht. Kann sein, ja. Weiß nicht. Jetzt erstmal frühstücken, ja. Oh, jetzt sind wir hier beim Blas Museum, ja. Doch, hinten ist er was, oder? Das ist ja auch nicht mehr. Ne, dann müssen wir einmal rumgehen. Ja. Vorne am besten. Mhm. Ich denke, die wollten noch kommen. Da, die ganzen Liegen sind leer, was, ja. Die Leute wollen mal sehen. Das ist ein Foto, ja. Ne, ist egal. Bevor es vorbei ist. Ist schon schön, wenn wir noch eins Event hier haben, bevor es vorbei ist. Ein Shoot, ja. Ich bin der letzte Shooter hier, nein, ganz alleine, nein. Ja, dann war das erstmal der Urlaub von Duhl, ja. Wir sehen uns dann wieder zu Hause, ne, ja. So, ziehe jetzt nochmal einen Drink. Der letzte Drink, ja. Himbeeren, ja. Tschüss.